Ja, wie versprochen, melden wir uns nach unserer Auszeit in Palomino hier aus Katharina zurück. Ja, obwohl ehrlich gesagt, so entspannt war Palomino denn doch nicht, weil ich war krank. Von daher haben wir da auch unplanmäßig um 2 Nächte verlängert, damit ich mich wieder auskurieren kann. Und sind jetzt ein bisschen kürzer als geplant hier in Katharina. Also wir werden die Stadt heute und morgen, denke ich mal, so ein bisschen erkunden, weil es ist warm. Es ist richtig heiß hier. Es ist richtig heiß. Also ich glaube, die ganze Stadt an einem Tag, das schaffen wir auf keinen Fall. Haben wir schon gesagt, wo Katharina ist? Hier. Ja, wir haben uns jetzt nochmal für 3 Nächte in Katharina eine Airbnb gesucht, eine süße kleine. Und die liegt im Stadtteil Manga. Da kann Anni euch ja gleich nochmal was einblenden vielleicht. Und ansonsten gibt es jetzt erstmal eine Jugendtour. Unser Schlafzimmer, unser Badezimmer, unser Außenbereich, die Küche, unser Essbereich, gemütliche Chill-Area, zweite gemütliche Chill-Area. Aber hier ist laut. Wir dachten uns jetzt, bevor wir Katharina so richtig erkunden... Stellen wir uns vor diese geile weiße Wand. Sehen wir richtig braun aus. Vielleicht auch das. Nein, aber wir nutzen jetzt einfach mal aus, wieder in der Großstadt zu sein, um mal in einen großen Supermarkt zu gehen mit ein bisschen mehr Auswahl. Und ja, ich glaube, so große Supermärkte haben wir euch ja noch gar nicht gezeigt hier in Kolumbien, weil die sind wirklich richtig riesig. Was uns irgendwie aufgefallen ist, dass hier in der Karibikküste aber auf jeden Fall deutlich mehr Müll auf den Straßen liegt als so im Rest des Landes. Da war uns das eigentlich als positiv sauber aufgefallen, aber hier ist wieder doch ganz schön viel, ne? Ja, also ich glaube, an den Touristen-Hotspots geht es immer noch, aber so ein bisschen links, rechts, dann gleich daneben. Richtig viel Käse hier in den Supermärkten, weil die Kolumbianer lieben den Käse. Also der Einkauf war für das bisschen jetzt natürlich nicht ganz günstig, aber wir haben uns mal so ein paar vegane Goodies gegönnt, die wir dann doch so ein bisschen vermisst hatten. Und ja, die sind leider hier dann doch deutlich teurer als so das fleischlastige Essen. Aber da freuen wir uns heute Abend auf jeden Fall mal auf ein Kochen. Wir haben auch Frischkäse quasi. Supergeil, wir freuen uns da richtig drauf. Oh ja, da haben wir voll Bock drauf, nachher mit Marmelade so ein bisschen. Ne? Aber Marmelade war richtig teuer, also ab 5 Euro aufwärts, ne? Das war richtig krass. Ja. Ja, wir haben uns diesmal gar nicht so einen großen Plan gemacht, was wir uns jetzt hier in Katharina eigentlich angucken wollen, sondern stattdessen euch auf Instagram einfach mal gefragt. An dieser Stelle schon mal danke für die vielen Tipps. Ja. Und mit der erste Tipp, der kam, ist dieser Park hier, weil hier könnt ihr nicht nur kleine Äffchen, Iguanas, sondern auch Faultiere sehen. Und alle hängen irgendwie im Baum rum, selbst die Leguane. Ja, total cool. Ich glaube, wir haben noch nie Faultiere so gesehen, ne? Nee, Faultiere absolut erstes Mal jetzt. Ja.
lassen uns gerade durch die Altstadt von Cartagena einmal treiben. Ja, Cartagena war ja früher spanische Kolonialstadt und hier in der Altstadt ist halt noch super viel von den ganzen Häusern und Befestigungsanlagen und alles erhalten. Auch die ganze Stadtmauer führt noch einmal hier drumherum. Und Cartagena war nicht nur Kolonialstadt, sondern auch ganz bedeutende Hafenstadt. Zum Beispiel wurden hier gab es regelmäßige Schiffsverbindungen nach Spanien und hier wurde zum Beispiel Gold aus Peru nach Europa verschifft und im Gegenzug dafür Sklaven aus Afrika hier nach Südamerika. Weiterer Tipp von euch war, hier auf dieser Stadtmauer abends einen Spaziergang zu machen und zum Sundowner ins Café Del Mar einzukehren. Weil hier hat man eine richtig schöne Aussicht nochmal zwischen diesem Kontrast zwischen diesem kolonialen Cartagena und dem modernen Cartagena im Hintergrund mit den ganzen Wolkenkratzer und allem. Die 13 Kilometer lange Stadtmauer wurde quasi im 16. Jahrhundert nach Angriffen von Sir Francis Drake und anderen Piraten angefangen zu bauen und hat tatsächlich 200 Jahre gedauert, bis er fertig stand. So, wir haben jetzt schon mal Platz genommen hier an der Terrasse und die Aussicht ist ja schon mal mega. Genauso wie die Kreise. So, wir haben uns jetzt einmal nachträglich auf Markus Geburtstag in dem Café zwei Cocktails und einmal so Bananenchips gegönnt. Und jetzt steigen wir aber wieder oben auf die Low-Budget-Variante und chillen hier noch ein bisschen auf der Stadtmauer mit einem Bierchen vom Straßenverkäufer. Die Bananenchips sind super lecker. Ist auch ein günstig und dann sehr geil. Ja, sind auf jeden Fall zu empfehlen. Cheers! So, wir haben es zurückgeschafft. Von der Altstadt, schön war es auf jeden Fall. Ne? Kann man auf jeden Fall mal machen. Ne? Das war richtig cool. Ja, wir sind zurückgelaufen im Dunkeln, nach 18 Uhr, nach Sonnenuntergang. Und das ist nicht für Sinn. Stellt euch vor. Nein, also das Viertel ist hier auf jeden Fall, gilt als relativ sicher. Auf dem Hinweg sind wir aber ein paar Ecken vorbeigekommen, wo wir uns nicht sicher waren, ob wir da jetzt unbedingt im Dunkeln langlaufen sollten. Und hatten dann dem Airbnb-Host hier geschrieben und die hatten uns dann ganz lieb eine Google Maps-Karte geschickt und den Weg eingezeichnet, der jetzt wirklich sicher hier ist zur Unterkunft und ja, war dann auch absolut kein Problem. Safe. Und alternativ hätten wir sonst aber auch ein Uber nehmen können. Genau, oder das ist von der Altstadt dann auch überhaupt nicht teuer gewesen, waren 4.000-9.000 Kopf oder so. Bloß was wir, worauf wir verzichten sollten, ist auf jeden Fall Taxifahren. Ne? Das hat unser Airbnb-Host mir auch gesagt. Hier gibt es eine richtige Taximafia, also die berechnen wohl Touristen viel, viel mehr als die Fahrt wert ist. Also wenn ihr hier unterwegs seid, dann zumindest in Cartagena, nehmt euch lieber ein Uber oder ein Didi gibt es glaube ich auch noch, das ist so eine alternative App und statt ein Taxi, also fahrt nicht Taxi hier. Falls ihr wirklich mal Taxi fahren müsst, fragt auf jeden Fall vorher, was es kostet. Und Uber ist manchmal immer ganz cool, so was den Vergleich angeht. Ne? Ja. Also auf jeden Fall ein guter Tipp und wir werden jetzt noch was essen. Und wir machen den Ventilator jetzt an, sonst warm ist. Und sehen uns morgen früh dann wieder. Guten Morgen. Ja, wir sind heute Morgen hier im Viertel Getsemani gestartet, was wahrscheinlich auf Instagram der von euch am meisten genannte Tipp war.
Und bis in die 90er Jahre war das hier auch ein absolut armes Viertel mit sehr hoher Kriminalitätsrate und hat sich, ja, wie so oft in Kolumbien, jetzt zu so einem totalen, hippen Street Art, Graffiti, Künstler, ja, bunten Stadtviertel einfach gemausert, was bei den Touristen super beliebt ist und macht auf jeden Fall jetzt schon richtig Laune nach den ersten paar Metern. Regnet heute Morgen leider so ein bisschen, aber... Wir haben Regenschirm. Alles gut. Ich wollte gerade sagen, wir werden auf jeden Fall nicht nass hier. Pero días de playa. Quiero decirte que tú eres la luz, ma. Bésame antes que llegue la lluvia. Ve tu tormenta y ya pasó. Llevo tu calma, aquí estoy yo. Sé que me esperaste. Todo el tiempo conmigo soñaste. Wir sind schon wieder zurück und tatsächlich auch ein bisschen fleißig, weil wir planen unsere Weiterreise auf jeden Fall. Ja, es geht tatsächlich für uns ins nächste Reiseland. Wir freuen uns schon mega. Ja, wir sind richtig gespannt. Ne? Das ist schon richtig heiß. So. Ja, weil wir uns jetzt so einen richtigen Bucket-Lifetime-Moment auf jeden Fall erfüllen. Ja, das erwarten wir schon sehnsüchtig. Ne? Ja. Seit der Reise. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben und versuchen zu erraten, einfach, was unser nächstes Ziel sein könnte. Und sonst muss man sagen, Cartagena ist auf jeden Fall eine super schöne Stadt. Also ja, der Besuch lohnt sich cool, hier. Die Altstadt war cool. Die Mauer war cool, die Aussicht war cool. Getsemani war auch richtig cool, das Viertel. Und auch wenn man sagen muss, ist der Funke, glaube ich, jetzt nicht so ganz übergesprungen wie in Medellin. Also der Vibe hat uns nicht hundertprozentig gepackt hier in Cartagena. Also ich stelle halt die These auf, dass es vielleicht das Stadtviertel ist. Ne? Also wenn man direkt vielleicht in der Altstadt ist, dass es anders ist. Aber ansonsten hat es bei uns mehr bei Medellin gefunkt. Genau, ist aber trotzdem auf jeden Fall ein Besuch wert auf der Kolumbienreise. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns von unserem Traumziel quasi im nächsten Video wieder. Und freuen uns ganz, ganz doll, wenn ihr wieder einschaltet. Ja. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr es auch nicht. Gerne ein Like. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss. Ciao.